Servus Ralf, sag mal, im vergangenen Jahr die Messen, das waren ja alles recht gute Veranstaltungen, wo es Innovatives gab, wo es Neues gab, wo wichtige Impulse für die Entwicklung der Branche gesetzt worden sind. Wie sieht es denn da das Jahr aus damit? Du sagst es, ich liebe Messen, aber diesen Herbst ist das ein ziemlich schwieriges Thema. Na gut, ich meine, woher sollen jetzt die Neuheiten kommen? Beziehungsweise, ich weiß ja, dass draußen bei den Herstellern neue Entwicklungen gibt, dass es neue Maschinen gibt, dass es neue Software gibt. Aber wie soll das Ganze, wie sollen diese Innovationen die Werkzeugbauer jetzt erreichen? Nächste gute Frage, weil der Wissensdurst in der Branche ist auf jeden Fall da. Aber wo sollen die Leute sich treffen, wenn es keine Messen gibt? Du sagst gerade das Wort Treffen, das ist nämlich auch noch was. Wie bringt man die Branche zusammen? Die Messen sind ja auch Events, wo sich die Branche trifft, wo ein Austausch passiert. Das alles, das fällt ja jetzt weg. Was passiert da jetzt? Ja, du, vielleicht müssen wir einfach aus der Situation, wenn wir uns schon persönlich nicht treffen können, einfach versuchen, das Beste daraus zu machen. Und vielleicht ist sowas wie ein digitales Treffen, die Antwort. Nicht auf Dauer. Ich will die Messen auch wieder haben. Nur wenn es jetzt dieses Jahr einfach nicht stattfinden können, lass uns einen Plan B machen und das Beste draus machen. Und im Frühjahr hatten wir das 11-Uhr-Loch eingeführt in die Spätschicht. Und es lief eigentlich echt super, mit tierisch vielen Interessenten. Und vielleicht können wir die Idee kopieren. Was meinst du dazu? Klingt nach einem Plan. Also gerade noch, wenn man beispielsweise die Themen ein bisschen clustern, sodass die Leute auch gezielt zu den Paketen, die sie interessieren, sich zuschalten können und da dann wirklich auch alle Informationen bekommen, die sie zu einem bestimmten Thema brauchen. Da wäre ich gern dabei. Naja, dann suchen wir einfach die 2022 Themen raus, die für die Leute spannend sind und machen dann im Herbst jeden Dienstag, jeden Donnerstag am Nachmittag, 13 Uhr bis an Spätnachmittag, sowas wie ein 11-Uhr-Loch am Nachmittag. Immer zur vollen Stunde starten mit einem neuen Anbieter, eine halbe Stunde Vortrag, eine Viertelstunde Fragerunde und dann gezielt eine Pause. Und zur vollen Stunde geht es weiter beim nächsten Anbieter. Und du weißt dann, wenn zum Beispiel der Thementag Spannmittel ansteht oder Heißkanal, dann meldest du dich an beim VDWF kostenfrei und die Top 5 der Anbieter werden dann am Nachmittag präsentieren. Dann bist du up to date. Das klingt gut, denn stehen bleiben in der jetzigen Situation ist für die Werkzeugmacher keine Option. Sagt ja schon der Name Werkzeugmacher. Und ich denke, auf die Art und Weise kann man wenigstens ein bisschen dazu beitragen, dass die Zeit überbrückt wird bis zu hoffentlich dann nach der Corona-Krise Veranstaltungen wie einer Molding Expo. Und ich denke, das ist der richtige Ansatz, so machen wir es. Da freue ich mich drauf, auf die VDWF Thementage und auf die Molding Expo. Jo, da bin ich dabei.